Donnerstagabend, liebe Zuschauer. Hallo und ganz herzlich willkommen zur Drehscheibe. Sie sehen die Nachrichten des Tages und diese Themen haben wir für Sie heute in der Sendung. Unfall. VW schießt von der Autobahn und überschlägt sich. Handwerk. Sattlerei auf dem Sprung in die Digitalisierung. Und Musical. Welcome to Wonderland in der St. Pauli-Ruine. Die Unfälle auf der Autobahn 4 nehmen kein Ende. Schon wieder hat es auf der Strecke gekracht. Dieses Mal bei Dresden-Hellerau. In der vergangenen Nacht verlor ein VW-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und landete im Straßengraben. Ein schwer und eine leicht Verletzte. Das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls in der vergangenen Nacht. Auf der A4 zwischen den Anschlussstellen Dresden-Hellerau und Wildermann war gegen 1.30 Uhr ein VW Polo von der Fahrbahn abgekommen und durch einen Wildzaun gebrochen. Dabei krachte er gegen mehrere Bäume, überschlug sich und landete in einer Böschung. Der schwer verletzte Fahrer des Polos kam in ein Krankenhaus. Seine Beifahrerin erlitt einen Schock und kam ebenfalls in eine Klinik. An Bord des Polos befand sich noch der Hund des Paares. Dieser blieb unverletzt und wurde von der Feuerwehr ins Tierheim gebracht. Weshalb der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt jetzt die Unfallursache. Am Auto entstand Totalschaden. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Sachsen bereitet sich auf den Tag des Handwerks vor. Zwischen den 1 Million Handwerksbetrieben in ganz Deutschland kann sich auch der Freistaat durchaus sehen lassen. Das ostsächsische Handwerk lebt von seiner Vielfältigkeit, dem Qualitätsbewusstsein und vor allem der Innovationsfreudigkeit. Ein Beispiel ist die Sattlerei Thomas Büttner, welche eine weltweit einmalige Erfindung vorstellt. Natascha Hofmann hat sich heute vor Ort schon einmal umgesehen. Deutschlandweit öffnen am Samstag beim Tag des Handwerks kleine und große Handwerksbetriebe ihre Türen für Neugierige. Gemeinsam mit der Handwerkskammer Dresden hat Sachsens Innenminister Markus Ulbich schon am Donnerstag hinter die Werkstore dreier Unternehmen geblickt. Dabei liegt der Schwerpunkt zwar auf dem Handwerk mit einer langen Tradition, aber auch die Zukunft in der zunehmend digitalen Welt. In Deutschland gibt es 1 Million Handwerksbetriebe mit ungefähr 5 Millionen Beschäftigten. Das Handwerk hat in Deutschland einen Wirtschaftsanteil von 9%. Wir haben in Sachsen leider nicht so viele Konzernzentralen. Deswegen ist der Wirtschaftsanteil des Handwerks in Sachsen bei nahezu 20%. Daran sieht man, welche große Bedeutung das Handwerk wirtschaftlich und auch in der Ausbildung hat. Das sind die beiden Kernthemen, die wir nach außen tragen wollen. Dafür sind innovative Betriebe notwendig. Viele, viele junge und auch gestandene Handwerksmeister, die diese Dinge in die Zukunft tragen, sei das im Rahmen der Digitalisierung oder beim demografischen Wandel, das sind die Themen, die uns bewegen. Die Sattlerei Thomas Büttner in Dresden-Gorbitz wurde bereits 1906 gegründet und steht für modernstes Handwerk mit neuester Technik und Tradition gleichermaßen. Die Pferdesattel werden hier noch original von Hand hergestellt. Aber eine weltweit bisher einmalige Innovation erleichtert ihnen die Arbeit erheblich. Mithilfe eines digitalen Pferderückenabbilders können anatomisch angepasste Sättel produziert werden. Diese Idee hatte vom Prinzip vor mir noch keiner. Also ich bin auf die Idee gekommen, diese Pferderücken dreidimensional reproduzierbar abzubilden. Das musste also relativ schnell gehen. Früher haben wir mit Holz oder Pappschablonen einen Pferderücken abgebildet, um eine Lehre zu bauen. Das hat ca. 25 Minuten gedauert, um ein passgerechtes Schablone zu haben. Wir haben jetzt einen Pferderückenabbilder, der sich selbsttätig einstellt. Erste Phase war eine manuelle Abbildung, das hat ca. 6 Minuten gebraucht, um den Pferderücken einzustellen. Mit der Digitalisierung, mit dem Schrittmotoren, wo sich der Pferderücken einstellt, dauert das nur noch 30 Sekunden und ist natürlich eine deutliche Produktivitätssteigerung. Thomas Büttner hat sich seine Erfindung patentieren lassen, hat aber schon jetzt zahlreiche Kontakte nach Europa und Amerika, die das System übernommen haben. Auch für die Zukunft hat der Sattlermeister schon zahlreiche Ideen, um das Handwerk weiter voranzutreiben. Wir sind jetzt an der Phase angelangt, dass wir ein stehendes Pferd scannen. Die Vision ist natürlich auch ein bewegtes Pferd zu scannen, was natürlich auch noch wichtig ist, weil der Reitsattel ist nur bekanntermaßen in der Bewegung da, wo sie geritten werden. Und dementsprechend ist die nächste Phase dann die Digitalisierung des bewegten Pferdes. Das ist natürlich mit Komplikationen verbunden. Das Pferd ist scheu, also da muss ein Messinstrument sein, wenn das Pferd bewegt wird.
Da gibt es noch einige Hürden zu meistern, aber ich bin auf einem guten Weg und bin sehr optimistisch, dass wir uns demnächst da auch auf jeden Fall eine Lösung finden. Das ist ein Beispiel für die Möglichkeiten, die die Digitalisierung im Handwerk bieten kann. Um ein weiteres Zeichen zu setzen, kamen alle Besucher mit Elektroautos, denn diese sind auch ein weiterer Schritt in Richtung Zukunft. Und es geht gleich weiter mit noch mehr aktuellen Themen des Tages hier bei uns in der Drehscheibe. Bleiben Sie dran, liebe Zuschauer. Einkaufen und Geld zurückbekommen. Ganz einfach mit Ihrer Sparkassencard. www.sparkassen-einkaufswelt.de. Wir wissen, welcher Tischler Bestnoten erhält. Mit uns findest du unterwegs eine Massage zum Entspannen. Wir helfen euch, spontane Pläne umzusetzen. 3 Millionen Unternehmen, nur einen Klick entfernt. Gelbe Seiten, ein Service ihrer Gelbe Seiten Verlage. Sachsens erste Fußballgolfanlage in Ottendorf-Ockrilla. Testen Sie auf 18 Bahnen mit besonderem Spaßfaktor Ihre Teamfähigkeit, Koordination und Konzentration. Ob Schulklassen, Kindergeburtstage, Familien, Firmen oder Einzelspieler, jeder kommt hier auf seine Kosten. Soccergolf Sachsen in Ottendorf-Ockrilla. Einmal in der Woche liefere ich kostenfreie Zeitungen wie das Amtsblatt an verschiedene Auslagestellen in Dresden und verbessere mir so die Rente. Und wenn Sie Lust haben, bei uns im Minijob mitzuarbeiten, dann bewerben Sie sich jetzt. Wir freuen uns auf Ihre Mitarbeit. Knobi Vital, altbewährt und hilfreich. Ich komme auch so aus einer Generation, wo man noch gemeint hat, man kann mit Pillen alles heilen. Und jetzt ist die Tendenz einfach, dass man erkennt, die Natur, die kann uns so viel geben und dann brauche ich die Chemie nicht. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs, vereint mit den Wirkstoffen aus Aronia-Beere, Weißdorn oder Ingwer. 2 in 1. Erhält Ihre Herzfunktion. Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter. Knobi Vital. Gesundheit ist unser höchstes Gut. Wir trinken sie jeden Abend, weil es wirklich hilft. Erhältlich in Apotheken und Reformhäusern. Falzen und kuvertieren Sie Ihre Post noch selbst? Kommen Sie zu uns und sparen Sie jede Menge Zeit und Nerven. Lettershop Dresden bietet Ihnen einen Komplettservice rund um den adressierten Versand von Druckerzeugnissen aller Art. Schon kleinere Auflagen können hochwertig gedruckt, verarbeitet und portooptimiert versendet werden. Wir fertigen für Sie das komplette Mailing oder einzelne Komponenten. Ihr Lettershop Dresden. Ja, heute Abend bei der Nachtschicht geht's um Wrestling. 23 Uhr geht's los, unter anderem mit Captain Penis. Und damit willkommen zurück, liebe Zuschauer, zu den Nachrichten des Tages aus Dresden, hier in Ihrer Drehscheibe. Die Immunität des Dresdner CDU-Landtagsabgeordneten Christian Hartmann wird vermutlich aufgehoben. Der Immunitätsausschuss des Landtags stimmte heute einstimmig dafür. Gibt es keinen Widerspruch, wird das Thema bei der nächsten Landtagssitzung behandelt. Hartmann war im Februar betrunken Auto gefahren und wurde kontrolliert. Der Atemalkoholtest ergab 0,92 Promille. Am Tag danach hatte er sich öffentlich entschuldigt. Nach der Aufhebung der Immunität muss er sich einer Klage wegen Trunkenheit am Steuer stellen. Das Kunstfest am Fluss wird bereits seit mehreren Tagen durch Plakate in der Stadt angekündigt. Was es damit auf sich hat, das erfahren Sie jetzt in unseren Nachrichten kurz und kompakt. Kulturen des Ankommens thematisiert das Kunstfest am Fluss in Dresden bis Ende Mai 2017. Theater, Musik, Vorträge und Kunstwerke sollen an verschiedenen Orten in der Stadt neue Formen des Zusammenlebens diskutieren.
Kulturen des Ankommens betrifft nicht nur die Menschen, die hierher kommen, sondern auch die Menschen, die sie aufnehmen. Und das ist natürlich die spannende Frage, was für eine Gesellschaft wollen wir sein? Was für eine Gesellschaft können wir sein und mit welchen Mitteln? Und um diese großen Gedanken miteinander ins Gespräch zu kommen, gibt es die verschiedensten Veranstaltungen. Und das ist, glaube ich, auch meine große Hoffnung, dass wir neue Formen finden, Demokratie auch neu definieren und mit diesen neuen Formen eben auch neue Impulse setzen können. Sachsen und Dresden haben ein Willkommensproblem. Da muss man auch nicht drum herum reden. Und von daher ist es gut, dass es dieses öffentliche und offene Kunstfest gibt über mehrere Monate, was hoffentlich auch in der Bevölkerung etwas auslöst und nachhaltig dieses Willkommensproblem auch löst. Das Sozietätstheater und das Kunsthaus haben die dresdenweite Veranstaltungsreihe ins Leben gerufen. Mit Baustelle Europa startet das Kunsthaus am Samstag sein Sonderprogramm zu dem Kunstfest. Diese Ausstellung, aber auch Vorträge und Diskussionen wollen verschiedene Perspektiven auf das Thema Migration und kulturellen Wandel in Europa aufmachen. Doch vor allem an öffentlichen Orten wie dem Alaunpark, dem Theaterplatz oder dem Roche-Gomondai-Platz soll kunstgesellschaftliche Diskussionen anstoßen. Wenn es in der Öffentlichkeit stattfindet, kann man manchmal einfach nicht drum herum schauen. Und man muss nicht in ein Kunsthaus gehen, man muss nicht in eine Ausstellung gehen, sondern in der Öffentlichkeit. Und ich glaube schon, dass man noch mehr Menschen erreichen kann, als mit dem, was bisher schon in unseren Kultureinrichtungen geschehen ist. Auf dem Roche-Gomondai-Platz wird das Kunstfest am Fluss am Freitag eröffnet. Hier gibt es die Möglichkeit, mit dem Künstler des 6 Meter hohen Leuchtturms für Lampedusa ins Gespräch zu kommen. Am Sonnabend zur Museumssommernacht eröffnet in den Technischen Sammlungen eine neue Dauerausstellung. Sie heißt Wellenreiter, in der Besucher Licht zum Klingen bringen können. Der Wellenreiter, das neue optoakustische Experimentierfeld in den Technischen Sammlungen, ist ein Mitmachareal, in dem wir die Themen Schall, Licht, Optik behandeln in Mitmachstationen, also knapp 50 Stück. Unterschiedliche Ausrichtungen, teilweise klassische Experimente aus Science Center Kontexten, neue Experimente und eben auch sowas wie hier, in dem wir uns jetzt befinden, Mitmachareale für besondere Zielgruppen, hier zum Beispiel eins für die Zielgruppe 3- bis 8-jährige Kinder. Dieses Mitmachareal ist ein Schiff, in dessen Rumpf die Kinder hineinrutschen und dann das Innere erkunden können. Das ist ein Schiffswrack, bei dem die Kinder verschiedene optische und akustische Experimente erfahren können. Weniger selber durch Drehen oder Kurbeln, sondern der gesamte Raum ist das Experiment. Wir befinden uns gerade in einem Schwarzlichtbällebad, in das man durch eine Wellenrutsche hineinkommt und dann kann man die knapp 25 Meter Strecke dieses Areals durchkriechen, durchklettern, durchforschen. Das Ganze gestaltet in einer Unterwasseratmosphäre zwischen Riff und Wrack, im Wrack dann auch noch mit Geheimnissen versteckt. Vielleicht sollte das jeder auch dann austesten, wenn er herkommt. Die Dauerausstellung soll beim Besucher Neugierde, Begeisterung und Verständnis für naturwissenschaftliche Phänomene wecken. Am Dienstag war der vierte Tag der Produktionsschulen in Leipzig. Den ganzen Tag stellten Jugendliche ohne Abschluss, Ausbildung und Arbeit ihre größtenteils selbstgemachten Produkte und Dienstleistungen vor. Heute treffen sich hier in Leipzig die sächsischen Produktionsschulen. Derzeit werden 10 finanziert aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des Landes Sachsen. Und einmal im Jahr haben wir versucht, hier einen Tag zu gestalten, wo alle zusammenkommen, die Teilnehmer sich austauschen können und wir uns präsentieren können für die Öffentlichkeit, wo politische Entscheider kommen und sagen, genau das braucht es weiter für Jugendliche, die sonst nicht den Weg in normalen schulischen Angeboten finden. Die Produktionsschulen sind ein Anlaufpunkt für viele junge Menschen von 15 bis 25 Jahren, denen hier eine neue Perspektive geboten wird. Am Dienstag kamen die 11 sächsischen Produktionsschulen zum vierten Mal zusammen. Auf dem Gelände des BBW Leipzig stellten die Schüler die unterschiedlichsten Angebote vor. Alkoholfreie Cocktails, frische Waffeln und auch ein Stand zur Demonstration von Graffiti-Entfernung war dabei. Bis zum nächsten Tag der Produktionsschulen bleibt den Schülern Zeit, um sich neue Produkte auszudenken oder vorhandene Ideen zu verbessern.
Nach dem tödlichen Unfall einer Radfahrerin auf der Bautzner Straße im Februar muss der Lasterfahrer mit einer Geldstrafe rechnen. Nimmt er den Strafbefehl des Amtsgerichts an, kommt es nicht zur Verhandlung. Der Fahrer hatte die Radlerin auf der Kreuzung Bautzner Ecke Rotenburger Straße beim Überholen wahrscheinlich übersehen. Die für Radfahrer schwierige Kreuzung soll demnächst baulich entschärft werden. Gleich geht es bei uns in die Theaterruine St. Pauli. Dort haben Laien und Profis jetzt ein ganz besonderes Musical auf die Beine gestellt. Hier können Sie es krachen lassen. Die Hauptstraße, der Dresdner Genießerboulevard am Goldenen Reiter. Vor über 300 Jahren hat sie August der Starke erbauen lassen. Und bis heute ist sie eine der beliebtesten Fußgängerzonen in Dresden. Zwischen dem berühmten Reiterstandbild des Kurfürsten, vorbei an den Kunsthandwerkerpassagen und der Dreikönigskirche, bis hin zum Albertplatz, laden hier jede Menge Geschäfte und Restaurants zum Bummeln und Genießen ein. Herzlich willkommen in der Neustädter Markthalle. Erleben Sie ein Fest der Sinne und lassen Sie sich von der einzigartigen Atmosphäre verzaubern. Genießen Sie in unserem Konsum-Imbiss täglich wechselnde und frisch zubereitete Speisen für den kleinen und großen Hunger. 16 weitere Händler laden mit ihren frischen Produkten und Spezialitäten zum Bummeln, Kaufen und Verweilen ein. Entdecken Sie Geschenkideen, Lederwaren und vieles mehr. Und lassen Sie Ihre Lieblingsschuhe in der Schuhreparatur im Obergeschoss aufarbeiten. Die Neustädter Markthalle, immer einen Besuch wert. Leben und feiern in Prolis beim 25. Prolisser Herbstfest vom 16. bis 18. September. Mit buntem Kinderprogramm, den Firebirds, Peter Schilling und Band und viele mehr. Der Eintritt ist frei. Und am 18. September ist verkaufsoffener Sonntag im Prolis-Zentrum. Wer Musicals liebt, für den war das große Musical-Konzert Welcome to Wonderland Balsam für die Ohren. In der Dresdner St. Pauli-Ruine haben jetzt Laien und Profis Musical-Themen von Frank Wildhorn auf die Bühne gebracht. Die Idee dazu hatte der Dresdner Verein Die Mutter. Juliane Würthwein hat sich die Aufführung für sie angesehen. Life is ready to begin. Life is
waiting to be eaten like a feast, lying just beneath the skin. Große Themen und fabelhafte Stimmen. Beim Musical-Konzert Welcome to Wonderland haben Mitglieder des Zentrums der menschlichen Stimme und des Chores des Bertolt-Brecht-Gymnasiums Dresden verschiedene Themen aus aktuellen Musicals von Frank Wildhorn interpretiert. Unterstützt wurden sie dabei von Tänzern der Tanzschule Hermann Nebel und Musikern. Der amerikanische Musical-Autor Wildhorn schrieb unter anderem Werke wie Bonnie and Clyde, Carmen oder Der Graf von Monte Cristo. Unter den 50 Sängern war auch Jasmin Kogan. Mit ihren 11 Jahren war sie die jüngste Teilnehmerin. Also ich habe in der Schule im Schulchor mitgesungen und da kam so eines Tages Reinhard und hat uns halt von dem Projekt erzählt. Und ich habe gesagt, ja, da probiere ich es mal aus. Es hat mir sehr gefallen und deswegen mache ich da jetzt auch weiter. Und ich habe einen sehr großen Erfolg damit erzielt und es gefällt mir hier auch. Ich habe auch viele neue Freunde gefunden. Freundschaft war neben den Themen Liebe und Frauen sowie Könige und Helden Gegenstand des Musical-Mixes. Die Idee dazu, eine Musical-Hommage an Frank Wildhorn auf die Beine zu stellen, entstand bei Initiator Uwe Haneke vor 2 Jahren. Ich hatte das meinem Verein, die Mutea, vorgestellt, das Projekt, und wir waren also alle gleich Feuer und Flammen, haben aber sofort festgestellt, alleine werden wir das nicht stemmen. Wir brauchen Unterstützung und Professor Reinhard Kröschel, der auch musikalischer Leiter von Die Mutea ist, war auch sofort Feuer und Flamme für das Projekt, und damit war erstmal klar, dass wir Mitglieder des Zentrums der menschlichen Stimme gewinnen wollen und uns dann weiter umgesehen und ein Bertolt-Brecht-Gymnasium in dem Schulchor dort einen guten Partner gefunden haben, der also dort mitzieht, und muss sagen, das war eine echte Bereicherung. Man sieht es an den jungen Leuten, an den jungen Männern und den jungen Mädchen, die da mitsingen, mit welcher Begeisterung sie das machen und auch mit welcher Professionalität die schon auftreten. Frauen nehmen ihn uns weg, wenn man sein Herz verliebt. Ich liebe sie dafür, Tag und Nacht bei ihr, völlig schwerlos seufzen wir. Und auch das Publikum war hellauf begeistert von den Stimmen auf der Bühne. Ja, das ist was ganz anderes und man ist eigentlich ganz schön fasziniert. Und die Füße machen da doch ab und zu mal ein bisschen mit bei der Musik. Meine Tochter singt mit und es ist so berührend. Also mich nimmt die Musik total ein. Ich muss da mit mir kämpfen, dass ich nicht weine. Ja, ich fand eigentlich sehr spannend, sehr gut und sehr professionell. Also sehr schön, sehr schöner Konzert, schönes Konzert. Als großen Erfolg sah auch Reinhard Gröschel den Musicalabend an. Man merkt es am Schlussapplaus, es war so herzlich und wir sind so glücklich mit der Arbeit. Wir können eigentlich nur sagen, schön, dass wir das gemacht haben. Das komplette Musical-Konzert aus der Dresdner St. Pauli-Ruine Welcome to Wonderland sehen Sie demnächst im Programm von Dresden Fernsehen. Am Samstag öffnen 50 Einrichtungen ihre Türen zur Museumsnacht Dresden. Einmal im Jahr zeigen die Sammlungen und Ausstellungshäuser ihre Schätze aus ungewöhnlichen Perspektiven. Bis 1 Uhr morgens sorgen Führungen, Konzerte, Vorträge und Aktionen zum Mitmachen für ein abwechslungsreiches Programm. Tickets sind in allen teilnehmenden Institutionen erhältlich. Das Prolisse Herbstfest feiert am kommenden Wochenende seine 25. Auflage. Dann verwandelt sich der Parkplatz des Prolis-Zentrums in eine Vergnügungsmeile mit Fahrgeschäften und Markttreiben. Die Besucher erwarten unter anderem eine Feuerwehrvorführung, einen Lampionumzug und ein Feuerwerk sowie gute Stimmung mit Musik und Tanz. Das musikalische Finale bildet am Sonntag der Auftritt von Peter Schilling und Band. Der Zoo Dresden lädt Tierfans auf Entdeckerreise ein. Am Sonntag können Besucher Tierpflegern bei der Futterzubereitung zuschauen, gemeinsam mit ihnen Tierbeschäftigungen basteln oder erfahren, wie Honig gemacht wird. Bei einem Ernährungsparcours gibt es allerlei Wissenswertes und Tipps zur gesunden Ernährung. Mehr als 20 spannende Tierpflegertreffpunkte erwarten die Besucher, bei denen auch die Tiere so manch eine Überraschung erleben.
Der September hat sich zum Sommermonat 2016 gemausert. Doch nun gibt es kein Halten mehr. Der Sommer wird ab Freitag zurückgedrängt. Am Donnerstag war aber erstmal noch Sonnetanken in Dresden angesagt. Nachts kühlt es auf 15 Grad ab. Am Freitag gibt es viele Wolken, etwas Sonne und Regenschauer und die Temperaturen klettern am Tage auf 26 Grad. Am Samstag ist der Himmel in Dresden vielfach mit Wolken verhangen. Das Thermometer zeigt nur noch 16 Grad, ein Temperatursturz von 10 Grad. Am Sonntag regnet es in Dresden bei stark bewölktem Himmel häufig. Die Höchsttemperaturen betragen 16 Grad. Am Montag strahlt die Sonne vom wolkenlosen Himmel und die Temperaturen klettern auf 17 Grad. Und das waren die Nachrichten des Tages hier in der Drehscheibe Dresden, liebe Zuschauer. Morgen geht es bei uns unter anderem um die Dresdner Shorttrackerin Bianca Walter. Das Team von Dresden Fernsehen wünscht Ihnen jetzt noch einen schönen Donnerstagabend. Morgen sehen wir uns wieder hier zur gewohnten Zeit. Bis dahin, tschüss.